So, also herzlich willkommen in Test Soleros. Hier sind Rico noch das letzte Bier aus, alkoholfreie Bier austrinkt. Fangen wir schon mal an mit dem letzten von dreien quasi, dem Proteinbier. Diesmal nicht als Radler, sondern nur das reine Proteinbier. Genau, in Hamburg gebraut. Das wollen wir jetzt mal probieren. Und damit ist dann die Serie auch erstmal beendet. Mal geschüttelt. Einmal frei. Pass auf, könnte schäumen. Ja. Ja, ist schon doof. Gut. Also es schäumt schon mal ganz gut. Besser geschüttelt als gerührt, wa? Ich denke, es prickelt bestimmt auch gut im Bauchnabel. Ja, mit Sicherheit. Halt mal fest, Kohlensäure ist drin. Ist schon mal ein Pluspunkt. Kann ja keiner aber dafür, dass Rico kein Bier aufmachen kann. Ja, keiner kann auch dafür, dass du hier. Weiß ich nicht, was machst du hier mit dem Bier? Nee, das ist anderthalb Stunden her. Ansonsten stand es hier nur rum. Na gut. Mit Schaumkrone? Ja, genau, mit Schaumkrone. Zum Wohl. Ja. Ich find's gut. Ja. Bin ich jetzt mal überrascht. Schmeckt ein bisschen malzig. Hm? Eine leicht malzige Note, genau. Ach, und übrigens, ne, ist das bei allen so? Ja. Veganfreundlich, ja. Also ist auch nett zu den Veganern, ja, das Bier. Also, ja. Kein Problem, könnt ihr trinken. Ruhig. Ja. Ja, für ein alkoholfreies Bier ist das gut. Also, das ist sogar von den ganzen alkoholfreien Bieren, die ich getrunken habe, und das waren schon einige verschiedene Sorten, ist das da, ohne Witz, überlege ich echt, ob das auf Platz 1 kommt. Ja. Weil das schmeckt nach Bier, ja. Deswegen sind ein paar Proteine drin. Ja. Wenn jetzt in der Fach, ob da wirklich kein Alkohol drin ist, also Alkoholgehalt kleiner als 0,5%. Ich glaube, hier kannst du schwanger sein. Ist jedenfalls. Ja, ist da irgendwo drauf. Doch. Schwangere dürfen nicht trinken oder was? Wenn ich mit 20 Dinger davon drin gekloppt habe, darf ich mit dem Auto fahren. Ja, natürlich, das macht natürlich die Menge, ne? Ist klar. Ich glaube, keiner davon aus, dass man da sich 20 Dinger nachfüllt. Ja, also 4 von 5 Sterne, oder was? Ja. Würde ich sagen, ja. Für Joyboy, Proteinbier, alkoholfrei. Ja, definitiv 4 von 5. Meine Jungs von J-Boy anschreiben, auch sonst noch Rabattcode geben. Für unsere Zuschauer natürlich ein Rabattcode. Genau. 4 von 5. Gut. Also unser Testsieger. Oh. Na, no, der ist auf jeden Fall der Beste. Dann kommt der. Und dann kommt der. So, wir sehen uns dann demnächst. Mal kicken, was wir demnächst machen. Mal schauen. Wir überlegen uns was. Wenn nicht, macht Vorschläge, schreibt es in die Kommis. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis demnächst.